Tekeo hat mir Reiswein gezeigt. Ja, schmeckt eklig. Was hat er gegen Sake? Er verhüllte sein Gesicht zu einem Ausdruck intensiven Ekels. You are out of rice wine, by the way. Du hast übrigens keinen Reiswein mehr. Ja, weiß ich. Xoti. Sie hat mich mal mit ihrer Waffe gepiekst. Eine Woche lang hat sie sich entschuldigt. Da habe ich sie mit meiner gepiekst und sie wegquitt. Okay. Die anderen? Du. Wer? Konstantin? Fire kelp in my soup when he thinks I am not looking. Er tut Feuerseetang in meine Suppe, wenn er, glaube ich, gucke nicht hin. Aber in Jesua gibt es viel schärfere Schoten, das kriegt er zurück. Und Edwin? Creepy. Ah, gruselig. Ein Lächeln zieht und wandert an seinem Rücken hinauf und wird ganz bleich. Zurück zu den anderen. In Ordnung, ja, vergiss es. Als ich abwende, spürst du ein leichtes Zeichen an, ziehen an deinem Ärmel. Du drehst dich um und siehst, dass Reke dich mit erhobenen Augenbrauen und deinem beginnenden Grinsen auf den Lippen ansieht. Can I ask you a question? Kann ich dir eine Frage stellen? We klar. Talk about the others. What do you think of me? Wir reden über die anderen. Was hältst du von mir? Obwohl er wie üblich verspielt lächelt, kannst du besorgt in seinen Augen sehen. Du bist witzig, du bist nützlich, du kommst mir nicht in die Quere. Das ist alles, was mich interessiert. Du gehst mir gewaltig auf den Zeiger. Ich mag dich nicht, ich habe keine Meinung über dich. Also witzig ist er schon. Take me home and I will show you fun. Jukak, bring mich nach Hause und ich zeige dir, wie witzig ich sein kann. Er zwinkert. Das ist alles im Augenblick. Hungu. Danke. Nur Hungu. Wahrscheinlich nun gut. Er nickt dir zum Abschied zu. Zackig zu. Mhm. Ja. Ich könnte jetzt natürlich noch mit Tikeo oder Maya reden. Oder wer steht hier oben noch? Seraphin. Cheetopec ist auch noch hier oben. Hi, Captain. Ein guter Tag zum Segeln, ei. Mal gucken, was uns so in der Kabine erwartet. Haben wir einen hier viel zu vollgestopften Zwinger? Nö. Wir haben hier unsere... Kann ich nicht mehr mit dir reden? Okay, ich kann nicht mehr mit unserer Statue reden hier in dem Schiff. Wahrscheinlich ist es dann doch zu klein. Und hier unten ist der volle Stall. Naja, gut, ein paar Tierchen sind hier halt. Was hat eigentlich nochmal die zweite Verbesserung? Ein Gehege für die Haustiere. Macht die Kabine des Kapitäns luxuriöser. Mhm. Brauchst du was von mir, Captain? Also hier sind Alof, Palegina und Xoti hier unten. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen wieder an Deck und segeln weiter. Also ich gehe direkt zum Weitersegeln. Weil mit meinen Gruppenmitgliedern brauche ich jetzt nicht unbedingt reden. Also ja, mit dem Schiff möchte ich lieber nicht auf Enterkurse gehen. Das ist nämlich einfach zu klein. Ich hole mir jetzt lieber die Vorräte und segel dann nach Sakuya. Oder Sayuka. Nee, Sayuka, nicht Sakuya. Sayuka. Erledige, was ich in Sayuka erledigen kann. Kehre zurück. Ein langes, schmales Schiff liegt tief im Wasser. Seine Mannschaft steht beschützend um eine Gruppe Kisten auf dem Hauptdeck herum. Eine Frau schlittert über das Deck. Ihre grobgeschnittenen Haare schwingen im Takt ihrer Schritte. Sind wir fertig, Perrin, oder nicht? Sie haut mit ihrer Faust gegen eine der Kisten. Der Zwerg neben mir zuckt zusammen, als hätte sie ihn geschlagen. I'd happily tell you if you stopped interrupting my count. Er seufzt dramatisch. Das würde ich dir zu gerne sagen, wenn du mich nicht immer beim Zehen unterbrechen würdest. Er verdreht die Augen gen Himmel. Sie gluckst und klopft ihr auf den Rücken. Er stolpert nach vorne und blickt sie giftig an. You've had days to count. Now it's time we talked about the price. Du hattest Tage zum Zählen. Tage Zeit zum Zählen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir über den Preis reden. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit auf dich. Ihre Augen glänzen. Perim folgt ihrem Blick.
Seine Augen weint sich, er räuspert sich. Careful. This one's got friends in the Consuelo. Vorsicht, dieser hat hier hat Freunde im Consulaco. In that case, I'll honor the original price. Consider that a discount among friends. In diesem Fall halte ich mich an den ursprünglichen Preis. Betrachte es als einen Rabatt unter Freunden. Veda mustert dich kurz. Abgemacht. Glad we could do business. Freue mich, mit dir Geschäfte zu machen. So. Die Schmuggler laden die Kisten auf dein Schiff. Sobald die neue Ladung gesichert wurde, lässt du den Anker lichten und setzt die Segel. Sehr schön. Das heißt, wir kommen vielleicht noch heile in Sakuya an. Ah, Sakuya müsste das da oben sein, genau. Und ja, von Sakuya mache ich dann hier so einen Bogen, dass ich das ein bisschen aufdecke. Und ich glaube, wenn ich dann ein neues Schiff habe, werde ich diesen Part hier erstmal erkunden. Ich habe ein paar neue Orte. Oriokoki-Iki. Während deine Besatzung die Kisten der Schmuggler unter Deck bringt, steht einer von ihnen Alarm. Da passiert tatsächlich noch was. Beodol findet dich in deiner Kabine. Captain, komm schnell. Jemand ist eben aus den Kisten gekommen, die wir an Bord genommen haben. Bevor du noch etwas sagen kannst, würde ich Beodol am Deck. So, so. Neben den Kisten steht eine mollige Frau mittleren Alters. Ihre Kleidung ist zerknittert und ihr Haar verfilzt, aber ihre Augen glitzern triumphierend. Gelade! 23 Days! This is a new record! Gelade! 23 Tage, ein neuer Rekord. Sie riecht nach altem Urin und Schweiß und noch Schnee, aber sie strahlt dich dennoch an. Was hast du da drin getan? Glückwunsch! Das ist bestimmt total toll. Meine Dame, du stellst jetzt gerade ganz neue Rekorde auf. Vom blinden Passagieren auf meinem Schiff bin ich nicht gerade erbaut. Glückwunsch, das ist bestimmt ganz toll. It is more than great. It is the successful test of my newest spell, Renove Miseris. Es ist mehr als toll. Es ist der erfolgreiche Test meines neuesten Zauberspruches, Renove Miseris. Sie spricht den Namen so stolz aus, als wäre er ihr erstgeborenes Kind. Was? Renewal of air, you would say. Erneuerung der Luft, würdest du sagen. Kith have explored every mountain in the eastern reach, yet the realm of fish and leviathans remains close to us. Die Gestandenen haben jeden Berg im östlichen Abschnitt untersucht, doch die Welt der Fische und Leviathane bleibt uns verschlossen. It has been my dream to open these steps to discovery, to let Kith breathe as the fishes do. Es ist mein Traum, die Entdeckung dieser Tiefen zu ermöglichen, die Gestandenen atmen zu lassen, wie es die Fische tun. Ihre Augen leuchten bei der Vorstellung. Or at least to let us use the air of a single breath again and again. Oder uns zumindest die Luft eines einzigen Atemzugs wieder und wieder nutzen lassen. Warum dafür nach Sayuka gehen? Warum die Valianischen Republiken verlassen? Ich verstehe immer noch nicht, warum du dich in einer Kiste verstecken musstest. Das ist alles, denke ich. Nehmen wir die zwei. Ich auch nicht, aber Okaya, sie meint, dass die Dux mich vielleicht nicht einfach so gehen hätten lassen. Sie zuckt mit den Schultern. At least they gave me plenty of time to test my work. Zumindest hatte ich so rechtlich Zeit, um meine Arbeit zu testen. Warum dafür nach Sayuka gehen? Warum die Valianischen Republiken verlassen? Back home, they care only for profit. And there is little profit to be had in sticking your head in the glass bucket to watch the fish. Zu Hause interessieren sie sich nur für Profit, für nichts weiter. Und es ist nun mal nicht besonders profitabel, seinen Kopf in einen Glaseimer zu stecken, um Fische zu beobachten. But the raw Italians, they have vision. They chase greater things than gold. So I go to work with them. Aber die Rautaner haben Visionen. Sie haben größere Ambitionen als bloßen Reichtum. Ich gehe also, um mit ihnen zu arbeiten. Aber was genau soll in Sayuka arbeiten? Sientere, but I had promised not to say. Sientere, aber ich habe versprochen, nichts zu sagen. Sie scheint diesen Umstand ehrlich zu bedauern.
Das ist alles, denke ich. I have much to do. Many more tests to run before we reach Sayuka. A pleasure talking, Captain. Ja, ich habe noch viel zu tun. Viele weitere Tests, bevor wir Sayuka erreichen. War schön zum Plaudern, Captain. Oh ja. Passieren noch mehr unverhoffte Sachen. Ich werde auf jeden Fall bis nach Sayuka fahren. Und dann, bevor wir den Hafen erreichen, speichern. Oh, nebenbei, da hat sich wohl was geändert in meiner... Ja, ich habe den Preis der Schmuggler bezahlt, die Fracht erhalten. Bleibt nur noch sie zum Hafen von Sayuka zu liefern. Eine Wissenschaftlerin namens Ivera wurde mit der Ladung geschmuggelt. Sie meinte, sie habe auf Sayuka etwas zu erledigen. Mhm. Dumm, die dumm, die dumm. Also ja, ich umfahre jetzt erstmal Sayuka einmal. Auf Sayuka gibt es eine Grabstätte und irgendwas anderes ist da noch verborgen. Ah ja, das ist Sayuka. Gut. Die See ist ruhig, aber am Horizont bewegt sich etwas. Das Todesfallmeer ist ruhig und die Feind segelt sanft über die Oberfläche. Möwen fliegen um das Schiff und hinterher. Am Steuer pfeift Chipotec leise vor sich hin. Beodo und Dorfwald stehen in der Nähe der Reding am Steuerbord und besprechen leise den sichersten Kurs zu deinem Ziel. Seraphines Stimme weht von Achterdeck herunter. Alles, was ich sage, Mädchen, ist, dein gefederter Freund wäre vielleicht etwas kooperativer, wenn du nicht immer schlecht über seinen Atem sprechen würdest. Maya hebt ihren Arm mit einer scharfen Bewegung nach oben und bittet Shishisa abzusteigen. Da hört er besser auf Aas zu fressen, nachdem seine Mama den ganzen Tag damit verbracht hat, das Haifischfleisch zuzubereiten. Mit einem lauten Krächzen und durch die Schnelligkeit verschwommenen roten Federn fliegt Shishisa hoch in die Takelage. Der Feind ächzt, als die Wellen sich kreuzen, dich der Reling nähern. Der Wind zieht an deinen Kleidern, als die salzdurchzogene Luft sich regt. Eine lange graue Linie erstreckt sich über den Horizont. Es scheint zu flimmern wie die Luft an einem heißen Tag. Beodo nimmt die Nase, während der Seemann in die Fahne starrt. Das ist kein Sturm, zu niedrig und wächst zu schnell. Seraphins Ohren legen sich seitlich an seinen Kopf an. Verfluchtes Elendkind, was auch immer dieses... Mutter sein mag, sie bewegt sich sehr schnell. Am besten, wenn es solange du noch ein Schiff zum Wenden hast. Ein ruhiges Rumpeln rollt über das Meer, als die Linie dicker wird. Eine riesengroße Wasserwelle, die auf die Defiant zuschießt. Alle unter Deck und die Luken, die ich machen wir, treiben unter Top und Takel. Ja, führe uns ran. Ich glaube, wir sind groß genug, um direkt über diese Welle zu gehen. Nein, wir haben ein kleines Schiff. Halte uns in einem Winkel zu diesem Monster. Lass es uns nicht überrollen. Wir fahren weg. Trotz aller Bemühungen der Mannschaft steigt die Welle auf der anderen Seite des Schiffs weiter. Das Deck befindet sich in einem beinahe vertikalen Winkel. Ob das Schiff nur durch die Welle bricht oder die Welle über dem Schiff zusammenbricht, das Ergebnis bleibt dasselbe. Zigtausend Liter Wasserschlangen in einer Kraft auf den Rumpf, die das Holz zersplittern lässt. Die Segel nehmen 8 Schaden. Die Welle bewegt sich vorbei und hinterlässt das Meer unruhig zurück. Als die Defiant sich langsam wieder ausrichtet, kommt sie wieder auf die Füße und du betrachtest dir den Schaden. Chidobek klammert sich am Steuerrad fest, als ob es davon fliegen wollte. Was bei den Namen der gütigen Götter war das? Beodo stöhnt hinter einer der Ladungskisten, die den armen Seemann gegen den Rumpf gepresst hat. Die Mannschaft bewegt sich, um die Wunden des Seemanns zu verbinden. Ja, Beodo wurde verletzt. Seemannserfahrung. Oswa sieht die ruhige See, stirn uns und dann. Kam es aus dem südöstlichen Todesfall, Captain? Rings um Tikavara, wenn ich raten müsste. Oder die schwarzen Inseln. Vielleicht gab es einen Vulkanausbruch oder ein Erdbeben oder so etwas. Oswa hat Seemannserfahrung gehalten. Die Defiant segelt weiter. Okay, dann muss ich jetzt mich erst noch um Leute kümmern. Ja, 10 Tage lang habe ich keinen Steuermann.
Ich kann aber trotzdem noch fahren, aber wahrscheinlich sind meine Manöver jetzt schlechter. Gut, aber ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal einen Speicherpunkt. Ups. Den da bitte löschen. Der ist jetzt LP 044. So, jetzt gibt's einen Cut. Bis gleich.